Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyman ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Talk. Das ist eine Pilotfolge, kann man sozusagen sagen. Ich habe es immer noch voll drauf, wie eh und je. Und zwar habe ich mir gedacht, kannst du ja mal ein bisschen über Spiele direkt labern, dann machst du nicht direkt einen Commentary, sondern eine neue Rubrik draus. Und somit ist dann jetzt dieses Let's Talk entstanden, wo ich bis jetzt eine Folge hochgeladen habe, wo es darum ging, dass ich kein Internet habe. Aber das Video werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst löschen und halt Let's Talk als als eigenes Format hier bringen, wie das hier. Im Hintergrund seht ihr einmal hier schön Battlefield Pappposter, also so ein Pappaufsteller gewesen. Hinter mir Halo Reach Tür und hier auf dieser Seite kommt auch noch was hin, und zwar kommt dann nämlich Titanfall hin. Ich hoffe, dass mein Kollege, der in einem Technikgeschäft arbeitet, mir dort etwas beschaffen kann. Ich sitze hier auf meinem coolen Sitzsack. Und auf der Rückseite, kann ich mal gerade so ein bisschen erklären, es ist ja Let's Talk hier. Auf der Rückseite habe ich ein Tonstudio sozusagen gebaut. Und zwar ist auf der Rückseite Eierkartons dran geheftet worden. Und das soll ein bisschen schallschützender sein. Um mein Geschrei ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Und um halt störende Geräusche wie Katzengejammer und sowas mal rauszukriegen aus diesen Videos. Es fehlen ein paar Animationen. Es ist jetzt alles erstmal hier ein bisschen provisorisch. Ich will gucken, wie ich das jetzt alles bearbeiten werde. Und hast nicht gesehen, wie ich das alles genau machen werde. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aha. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, das ist eine Pilotfolge. Da wird noch einiges wahrscheinlich geändert, neue Sachen hinzugefügt. Ich weiß noch nicht so ganz. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, weil es eh nie viele sind. Und ist das einsam. Wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge Let's Talk. So, Let's Talk, hier erstmal wieder am Start. Heute geht es um das Spiel Die Legende der Wächter. Ein absolut grandioses Spiel, worüber ich jetzt mal ein bisschen berichten werde. Level 1. Das Spiel basiert auf dem Film, während der Film auf die Bücherreihe von Catherine Olgan basiert. Catherine Olgan ist normalerweise eine Kinderbuchautorin, aber hat mit dieser Geschichte ein wunderschönes Fantasie-Epos erschaffen, was sich leider nicht sehr großer Beliebtheit erfreut. Dabei ist es eine Geschichte für groß und klein, und die bisher 11 verschiedenen Bänder haben alle eine wunderschöne Schriftweise. Level 2. Gerade eben habe ich noch erwähnt, wie dieses Spiel auf dem Film basiert. Das stimmt aber nicht so ganz. Man spielt weder Sorin noch einen seiner Kolleginnen oder Kollegen. Man spielt Shard, einen völlig komplett neuen Charakter. Wen man aber im Spiel antrifft, ist Iserip und Elomir. Elomir dagegen ist aber nur im Film vorhanden und wird im Buch von einer anderen Eule ersetzt. Man bekommt also hier eine komplett völlig neue Geschichte, was ich wiederum richtig geil finde. Aber das Hauptaugenmerkmal in diesem Spiel sind nicht die Charaktere, sondern das Fliegen. Und das lässt sich von einem der 4 spielbaren Figuren leicht bewältigen. Will man schnell sein, nimmt man die Schleiereule. Will man dagegen langsamer fliegen und kräftig zuschlagen, nimmt man den Bartcoats. Apropos kämpfen. Zwar sind nicht viele Kombos möglich, wie Hack-and-Slay-Spiele meistens bieten, aber es sind realistisch gesehen genug. Was man meinen mag, ist die Tatsache, dass es weniger spannend ist, in der Luft zu kämpfen. Selten gibt es State-Begrenzungen. Doch eins soll gesagt sein. Es ist sehr spannend, sehr schwierig und sehr anstrengend. Level 3. Leider hat das Spiel auch seine Macken. Zwar ist es nur ein Spiel auf Film basierend, doch eine etwas bessere Grafik hätte nicht schaden können. Zwar sieht alles von einem weiten Blickwinkel sehr schön aus, doch kommt man dem Polygon zu nah, passt da irgendwas nicht mehr ganz. Vor allem in den Cutscenes, wo man die Figur näher betrachten kann, bekommt man leider Augenkrebs. Was vielleicht auch nicht geschadet hätte, wären bekannte Gesichter. Sorin, Griffy und Co. sind leider nie im Spiel zu sehen. Dabei hätte man es direkt am Anfang einbauen können.
Deine ersten Krallenhiebe setzt du gegen Raben ein, die verhindern, dass Soren, Gilfie, Morgengrau, Digger und die Nesthälterin Mrs. P. zum großen Baum gelangen. Kurz danach wirst du zu einer Mission gesendet. Grund dazu sind die Informationen, die Soren den Königspaar Boran und Baran gegeben hat. Wo sind denn die beiden? Eine Animation, wo diese euch den Auftrag geben und die Gruppe im Hintergrund sitzt, wäre genial gewesen. Level 4. Durch die Ideenvielfalt, euch eine komplett völlig neue Geschichte fortzusetzen, wird das Spiel nicht langweilig. Doch die Bezugsperson hätte mit einer wunderschönen Grafik noch reingekönnt. Dementsprechend gebe ich dem Spiel eine zu 85% aufgeladene Lebensleiste. So, meine Freunde, das war jetzt die erste Folge. What the fuck, wollte ich ganz sagen, Scheiße. Let's talk zu einem Spiel, was ich mir jetzt rausgesucht habe, weil es mein absolutes Lieblingsspiel ist, kann man wirklich sagen. Also in meiner Top 10 ist die auf jeden Fall weit oben. Seit dem ersten Mal, wo ich es gespielt habe, wirklich. Ihr könnt sagen, was ihr wollt dazu. Es ist ein wunderschönes und geniales Spiel. Was dazu halt habe ich gerade gesagt. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich demnächst vorstellen möchte. Die werden, ich weiß nicht, zu regelmäßig, unregelmäßigen Zeitpunkt, wenn ich immer Lust habe, den Text zu schreiben und den Text auch aufzusagen, werde ich das dann hochladen. Wenn ihr ein paar Spiele habt, die ihr gerne mal so vorgestellt haben möchtet, mal von meiner Meinung her ausgesehen, schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr noch Vorschläge habt, wie zum Beispiel solltet ihr mal ein paar Figürchen mit reinfliegen lassen oder sowas, das werde ich da machen. Ich werde es wahrscheinlich auch hier schon gemacht haben. Auch diese zu 85% Lebensleiste wird auch noch eine Animation zu kommen in den nächsten Folgen. Da ist ein netter Kollege von mir, X the Estolan, auch ein wunderschöner Kanal, der macht mir die Animation. Sein Link in der Videobeschreibung, guckt auf jeden Fall mal rein. Der hat schon ein paar Mal versucht, einen Kanal aufzumachen, hat leider nie so ganz funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass es diesmal ein guter Kanal sein wird, weil er ein paar Vorschläge zu Herzen genommen hat. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Finde ich super. Cooler Kollege, er setzt meistens auf Commentaries mit Gameplays zu Black Ops 2 meistens. Super guter Spieler, man hat auf jeden Fall immer gut was zu sehen. Wie gesagt, Beschreibung, gucken, draufklicken, anschauen und eine Bewertung wenigstens da lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, irgendwann sehen wir uns irgendwann mal online. Ciao.